Henrik M. Bruder ist bei uns, unser Weltkolumnist. Wir wollen das Thema vertiefen. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend, Frau Lewinsky. Herr Bruder, es gibt neue Zahlen, die der Welt vorliegen. Deutschland nimmt laut EU-Asylagentur mehr Syrer, Afghanen und Türken auf als die übrigen EU-Staaten zusammen. Und das muss man sagen, obwohl die EU immer davon predigt und darauf pocht, auf eine faire Verteilung. Ja, und erstaunlicherweise klappt gar nichts. Wir hatten auch mal ein Abkommen mit der Türkei. Erdogan bekam mehrere Milliarden von uns, auch von mir, für die Durchsetzung des Abkommens. Und das geht sich nicht auf. Und ich habe ein Déjà-vu nach dem anderen. Ich komme vor wie in diesem wunderbaren Film und täglich grüßt das Murmeltier. Sie erinnern sich vielleicht, 2018 oder 2019 hat Innenminister Seehofer einen Plan gehabt. Das hieß, er wollte Ankerzentralen einrichten. Erinnern Sie sich noch? Anker bedeutete Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung, Rückführung. Das war die große Idee, mit der sollten alle Probleme gelöst werden. Das ist ansatzweise auch passiert, aber dann ist nichts mehr passiert. Es gab diese Ankerzentren, es gab den Plan, diese Ankerzentren auch dort aufzubauen, woher die Flüchtlinge kommen. Daraus ist nichts geworden, weil die anderen Länder nicht kooperiert haben. Und dann natürlich geht es darum, was Sie gerade gesagt haben, die faire Verteilung. Das ist Mission Impossible. Das ist etwa, womit sich die EU lustvoll und hingebungsvoll jetzt ein paar Jahre beschäftigt hat. Wenn die Flüchtlinge nach Europa kommen, wenn sie nach Deutschland, Österreich, vielleicht noch Holland wollen, dann haben sie klare Gründe dafür. Und dann müssen sie entweder die Grenzen schließen, die innereuropäischen Grenzen, oder sie müssen jeden Flüchtling eine Fußfessel anbringen. Anders geht es nicht. Aber trotzdem reden unsere Großkopfväter in Brüssel immer noch von einer fairen Verteilung. Sie haben auch nicht kapiert, dass wenn die Polen sagen, sie wollen keine Flüchtlinge aufnehmen und auf die Flüchtlinge aus der Ukraine hinweisen, die sie aufgenommen haben, dass die Polen das ernst meinen. Und die anderen Ostblock-Europäer auch. In diesen Zahlen, die der Welt vorliegen, heißt es auch, dass die Antragszahlen laut diesen vorliegenden Daten 88% über dem Niveau des Vorjahreszeitraums liegen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nein, ich habe keine Erklärung. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, ob in diesem Anstieg von 88%, ob da die Flüchtlinge oder wie man heute sagt, die Ankommenden aus der Ukraine eingeschlossen sind oder ob es sich nur um Flüchtlinge aus afrikanischen und asiatischen Ländern handelt. In jedem Fall, wir können als Zwischenbilanz nur eins feststellen, das Asylrecht, das in Deutschland mal gegolten hat, das ist dahin. Man hat jahrelang über sämtliche EU-Regeln frei verfügt. Und wer heute wirklich Asyl haben will, weil aus einem diktatorisch regierten am Land kommt und weil er verfolgt wird, hat keine Chance mehr, das Asyl zu bekommen. Er muss mit dem ganzen Flüchtlingsstrom hier mitlaufen. Das ist nicht fair. Und wenn ich das vielleicht noch sagen darf, wir haben ja auch eine Verantwortung für die Leute, die herkommen. Wir haben sie wirklich teilweise unter Vortäuschung falscher Tatsachen hergelockt. Und diese armen Leute glauben wirklich, hier wächst das Geld auf den Bäumen. Und wir haben eine Verantwortung für sie. Und was passiert mit den Leuten? Wir wissen inzwischen, dass es nur sehr wenige Facharbeiter waren. Wir wissen auch, wie lange es dauert, bis sie in Arbeit kommen. Und wir wissen, wie viele es nicht schaffen. Und trotzdem will Frau Faeser keine Obergrenze haben. Es ist so, als würden Sie der Schaffner in einem völlig überfüllten Zug sein und darauf bestehen, dass noch viel mehr Leute zusteigen dürfen. Das ist eine Diskussion, die uns die kommenden Woche intensiv verfolgen wird. Henrik M. Bruder, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich danke Ihnen.